Hallihallöchen, Freunde, und da seid ihr wieder nochmal zu Banjo-Tooie. Ihr seht schon, zwei Parts hintereinander heute mal. Und, wieso bin ich Banjo, fragt ihr euch? Ja, das kann ich ganz kurz erklären. Ich habe ja nur offscreen geguckt, weil mir die eine Tür fehlt und habe dabei rausgefunden, wie diese Tür aufgeht. Und ist total billig. Und das will ich euch mal ganz schnell zeigen. Also, ursprünglich habe ich gedacht, naja, suchst du das mal offscreen, bevor jetzt hier ewig kein Banjo-Tooie-Part hochladen kannst, weil keiner einfach antwortet oder keiner einfach die Antwort auf meine Frage kennt, die ich euch im Part gestellt habe. Das, wo denn der Schalter zu dieser komischen kleinen Luke ist. Und nur habe ich rausgefunden, wo der ist. Der ist tatsächlich... Naja, da ist er nicht. Oh ja, genau, you Spacken, Alter. Hier, seh mal eine Keule auf der Ommel, Alter. Tschüss. Ich glaub's ja. Ah, los, hoch hier. Blub, 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 blub und flup. Ach, scheiß drauf, ich brauch trotzdem hier keine komischen Springdinger. Siehst du? Ich sag's doch. Und die Globe, der war in diesem Gang. Und da teste ich jetzt einfach mal aus, ob mein Geistesblitz, den ich dachte, richtig war. Ja, genau. Ah, schön. Ja, das wollte ich... Ja, genau, danke. Da wollte ich nochmal anmerken, weil... Scheiße, falsche Tür. Geht weg, ihr Schrottbüchsen. Geht, haut ab! Geht weg! Ja, nix. Ja, leck mal schön, du PC. Ach, der macht das wieder formidabel, Freunde. Aber ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit Wash Machining Power. Und ich überlege noch, mir fehlt ein Puzzleteil und ein Jinjo, der mir nicht einfällt. Ich habe jetzt 7 Stück, ich habe gerade geguckt und dann ist ja eins noch das Laderampen-Plackerspiel-Dingsbums. Und das andere ist ja jetzt hier das mit den Hasen. Da fehlt mir noch ein Jinjo und ein Puzzleteil. Alles andere habe ich. Uah. Aber jetzt erstmal, lass mal weiter die Hasenähne über die Schlappohren ziehen und eben mal ihren komischen Stinkeranzug mal durchschleudern. Die dringend nötig irgendwie. So, jetzt mal gucken. Jetzt müsste ich... Na, da ist die Luke und da können wir jetzt rein und dann können wir dem Hasen da helfen. Jetzt muss nicht runterfallen, das wäre ein bisschen extrem unklug. Kochwäsche, wenn du nichts dagegen hast, man, oh yeah. Na, los, komm her damit und... Naja, schön, einmal bei 120 Millionen Grad und da hast du wieder deinen sauberen Anzug in 2 Sekunden. Ja, ist nur noch ein einziger übrig, der seine... Ein einziger, Freunde. Okay, ich war ja im 4. Stock, wie gesagt, mit dem Fahrstuhl und so. Und da habe ich ja gesehen, dass ich nicht die geringste Ahnung habe, wo der letzte Hase ist. Ah, schon wieder die falsche Tür. Mann, oh. Geh weg. Und dann hier runter und da ist der Fahrstuhl, genau. Und dann werde ich einmal in die 5. Etage fahren, weil da ist auch noch bestimmt irgendwo einer. Ich weiß es. Ich finde das schon, Freunde. Ich finde alles. Wieso ist da ein Banjo-Bild drauf? Naja, da hatten sie wahrscheinlich kein Bessrit mehr. Wies man ja nicht, da war vielleicht Nintendo auch mal ein bisschen einfallslos. Naja, die haben ja oft genug vernünftige Ideen, da kann man auch mal einfallslos sein, oder? Freunde, war es auch jeder so. Und ich höre ihn jedoch schon. Schlipperschuss! Und Schlipperschuss, Schlipperschuss. Ah, Energy, super. Ich weiß zwar noch nicht ganz, was eine Waschmaschine damit will, aber ist mir egal, wa? Ja. Okay, anscheinend ist der Hase wirklich auf der anderen Seite, Freunde. Ey. Danke. Ach genau, hier ist er. Und da ist das letzte Hasenvieh. Ja, koch mich nicht, wenn du dich dagegen hast, Alter. Oh yeah, und... Wir müssen zwar nicht irgendwoher Strom kriegen, um einmal schleudern zu können, aber... Naja, wir haben einen Akku in der Waschmaschine, Freunde. Das ist jetzt die ganz neueste Erfindung. Oh yeah. Ja, alle sind aber super sauber. Wir möchten dir das geben. Ja, aber es gibt mir noch nur einer was, du Vogel. Ach, egal. Scheiß drauf, ein Puzzleteil. Ein Geschenkengaul. Guckst du nicht ins Maul. Obwohl 30 Euro für 6 Schleudergänge irgendwie, naja. Genau. Ah, besser gekommen wären. So. Ich würde sagen, jetzt können wir uns zurückbeamen zur 2. Etage, denn wir haben alles. Jetzt werde ich mal erstmal der Batterie machen und ich hoffe, ich finde dabei irgendwo den beschissenen letzten Sinjo und wo ich das Puzzleteil vergessen habe. Ja, das geht schon. Ach ja, ich darf euch übrigens natürlich herzlich begrüßen zu Schlipperschuss, die 2. Nein, zu Banjo-Tooie Part 43. Ja, meine 42 war richtig, letzten Part. Und, Mann, fahr doch mal gerade. Mann, ich sollte mir einen Fahrschein für Waschmaschinenführerschein holen. Mein Gott, der ist mir definitiv zu schnell. Aber das kann auch an dem Super Banjo-Sheet liegen, ich weiß es nicht. Yes! Und Padapeng! Und wir sind wieder entmetallisiert.
sind wieder Bär und Vogel, yeah. So, jetzt muss ich die Batterie suchen, die war in der zweiten Etage, dann muss ich die irgendwie in die zweite Etage schleppen, da in das Laderampen-Plackerdingsbumm-Spiel reinstopfen, ach, das krieg ich schon hin. Aber erstmal muss ich da hin und dann brauche ich Trennplatten, weil ja Banjo wieder diese komische Batterie mitnehmen muss. Ja, das müsste dann theoretisch hier... Ja, ist doof zu lecken, pass auf, Freunde, ich sehe schon, diesen Part wird nochmal mein Emulator schön abstürzen. Das wird ja auch wieder richtig geil, weil ich habe schon wieder nur ein begrenztes Zeitlimit dafür. Ach, da sind bloß Eier, okay, das ist mir egal. So, jetzt brauche ich Trennplatten, super. Weil ich habe schon bloß ein begrenztes Zeitinventar, sage ich mal so. Scheiße, wo gibt es hier Trennplatten? Ja, huhu, ja, freust du dich da oben, ist mir schön, aber wo sind Trennplatten? Ich muss mal schnell welche suchen, sonst werde ich ein bisschen fluchen. Ach, hier oben sind da welche. Ja, lass du mich in Ruhe. Ja, ja. Ich red gar nicht erst mit dir. Los, hier, Sprungplatte. Und, oh, scheiße, ist nicht hoch genug. Okay, wir müssen doch klettern, Freunde. Aber am Rand ist man sicher. Hehehehe. Ja, nix. Bzzzt. So, einmal trennen hier bitte. Dankeschön. So, dann muss ich gucken, wie ich in die zweite Etage komme. Hüppa. Hüppa. Zapp. Und jetzt krieg ich doch die Fresse. Ich wusste. Warum kann der Rucksack nicht eine Fallgeschwindigkeitsverminderung sein? Nee, das wollte ich nicht. Ah, ich wollte das. Ah, ganz kurz schlafen, Freunde. Ah, super, Freunde. Ist ja very nice. Ihr seht schon, ich habe jetzt auch hier schon längst, weiß ich nicht, 10 Cheeto-Seiten oder so. Boah, genau. Und ihr seht schon, ich aktiviere jetzt nicht einen Honeybag-Cheat oder so, oder Fallproof oder wie das alt heißt. Weil, finde ich überpowered. Muss ich nicht haben. Ich bin zu gut, ich brauche keine Cheats. Naja, vielleicht doch, doch. Und ja, nochmal aufs Kreuze. Das ist fies. Kommst du ja, Mann. Fats, genau. Und jetzt schön einsnacken. So, Freunde, wir haben jetzt einen Akku-Rucksack, ja. Das ist very nützlich. So, mal gucken. Wie komme ich jetzt in die dritte Etage am schlauesten? Ich glaube, ich weiß schon, wie... Ja, weil, ja, ich nehme jetzt mal ein ganz konkretes, gemeines Beispiel. Der Herr, ich glaube, ich bin hier falsch, oder? Der Herr Looks Like Link, ja, unser Muster-Nintendo-Let's Player, der hat... nicht so einen auf den Deckel gekriegt. Okay, nee, das wollte ich nicht erzählen. Der hat den Boss ja mit Honeybag-Cheat gemacht und das habe ich eigentlich nicht vor, auch wenn ich da ein, zweimal verrecken könnte. Das Risiko gehe ich ein. Denn weiß ich, dass es mir ein Skill mangelt und muss üben. Mann, wo war denn das jetzt? Ich will hier zu dem komischen grünen Giftsee wieder. Hier ist es auch nicht. Mann, ich verlauf mich hier ständig. Ist das schlecht? Ich hau mir weg den Specht. Ich brauchte jetzt bloß irgendein Wort, was sich auf schlecht rennt. gehst du weg, du Biotonne. Haust du ab. So, einmal am Rand lang. Ja, genau. Und zack. Und ich glaube, da in den Waschmaschinenraum, da ist nämlich hier dieser Fahrstuhl drin, oder? War das hier? Ich glaube schon. Und dann kann ich ja einfach in die dritte Etage gehen und dann da muss ich bloß das Ding suchen, ne? Ja, genau. Guck, da oben ist der Fahrstuhl gewesen. Ich habe ihn ganz kurz gesehen. Ach, das ist eine normale Tolle, die ist mir egal. Genau, da ist der Fahrstuhl, Freunde. Ach man, mein Gedächtnis ist ein Uhrwerk! Alles läuft pünktlich über die Runde. Die Gegner gehen vor die Hunde. Und wenn ich jetzt hier einen hochkletter, dann müsste ich genau eigentlich bei den bei dem Spiel rauskommen, wo ich hin will. Und das müsste da oben sein. Ich hoffe jetzt, ich springe ab und stürze nicht kilometerweit in die Tiefe. Das wäre arg peinlich. Genau, natürlich mag ich's nicht. Das wäre ein bisschen peinlich und ein bisschen kindisch. Ach, ich hab den Jinjo gesehen. Da funzelt sie mich was Blaues an, da oben ist er. Super, aber okay, ich hab die Batterie und das ist alles, was ich wollte. Und du machst Platz, du Spacken. Ja! Und Fatz, genau, so sieht's aus. So, und hier kann ich auch wechseln. Das sollte ich vielleicht auch tun, weil... da drinnen kann man Turnschuhe benutzen für dieses Spiel, weil man eine gewisse Geschwindigkeit schon braucht. Und dafür brauche ich Kazooie. Aber wie kriege ich Kazooie in den dritten Stock? Naja, wird schon gehen, ne? Ich glaube, Kazooie gibt es eine einfache Methode. Ja, ich probiere es einfach mal. Woo, genau. Und Kazooie ist ja auch wesentlich schneller, Freunde, also macht euch keinen Kopf. So, jetzt muss ich zu der Warpplatte der zweiten Etage. Da bin ich, glaube ich, hier am schnellsten, oder?
Oder auch nicht, oder? Du Arsch. Boah, Double Kill. Hast du auch Energie? Nö. Du blöder Stinker, du isst mir richtig fett auf'n Blinker, du Stinker. Hier ist es. So, und jetzt muss ich eigentlich bloß mal aufs Dach, weil ich will ja den Jinjo holen und dafür muss ich, glaube ich, in den Schornstein fliegen. Da ist mir gerade so ein Geistesblitz schon wieder durchs Hirn geschossen, Freunde. Ja, das ist im Let's Play manchmal wirklich so. Wird aber nicht bei meinem ersten Blind-Let's Play funktionieren. Aber das verrate ich nicht, welches das ist. Ist das fies oder was? Ja, ich weiß, dass das fies ist. So, welcher Schornstein ist denn der offene? Na, zeig doch mal. Der da. Ach, hey, das muss ich genau aufsprengen. Na gut. Ego-Shooter-Sicht. Eierbomben. Eine Kurve fliegen und Feuer. Bams. Und Rinder. So, und schon sind wir da. Hallo, Banjo. Woo! Ich bin der Schornsteinfeger von dem Mann. Jinjo! Okay, es war ein echter und es war der letzte seiner Art und ich bin gerade hier mit einer rasanten Geschwindigkeit abgestürzt. So, 67 Puzzleteile gehören mit uns, Freunde, und wir holen uns gleich noch eins. Ja, das Minispiel, denke ich, das schaffe ich jetzt noch. Let's go! Und Freunde, ah, das ist eine meiner Lieblings-Minispiele, weil es einfach so farbenfroh ist und ihr wisst, ich mag Farben. Ladrampenbergerei wurde lokalisiert. Spielregeln sind erhaltlich, falls benötigt. Nö, brauche ich nicht, Freunde. Ich erklärt euch. Wir haben jetzt hier viele, viele, viele bunte Lämpchen. Die müssen wir einsammeln. Und wenn wir genug haben, weil man wird mit der Zeit, je mehr man hat, immer langsamer, das ist very ätzend, dann muss man die einfach abgeben. Und wie üblich, rote 1 Punkte, grüne 2 Punkte und die blauen 3 Punkte. Deswegen sind die ja wie immer am seltensten. Ach, da ist eins. Das sieht man aber auch ganz gut an den Farben auf dem Boden. Wenn ihr seht, dass es so eine rot-lila Mischung ist, dann seht ihr, oh, es sind viele blaue in der Nähe. So, abgeben. Zack, zack, zack. Und gleich weiter im Text. Und nochmal mehr, ja. Und noch ein. Und da ist noch ein blauer. Ach, ein roter, ein grüner. Alles auf immer, Mann. Ich quatsche viel zu schnell, das liegt an den Tonschuhen. Freunde, die beschleunigen mich. Du, du, du. Hier ist noch was blau, oder? Nee. Zack, zack. Ich staune, dass die Tonschuhe so lange halten, Freunde. Und ich würde sagen, wir geben mal nochmal eine Abgabe. Zack, 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 zack. Und alle einsammeln wieder. Blau. Und da war noch ein blauer. Und da war noch ein blauer, oder? Da ist er. Blau, blau, blau. Blau, blau, blau. Oh, 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 oh. Scheiße! Oh, ich dachte, ich krieg 60 Punkte. Oh, die Anforderungen wurden erreicht. Nun wird ein Bonus vergeben. Na, welcher kann das wohl sein, Freunde? Ein Puzzleteil. Was soll's auch sonst sein? Okay, wir haben damit eigentlich alle Jinjos. That is very nice. Nein, weiteres Spiel gefällig. Nein, natürlich nicht. Oh, halt, falsche Stimme. Und raus hier. So, jetzt fehlt mir aber ein Puzzleteil. Oh, welches ist denn das? I don't know anything und so. Scheiße. Ja, Triple Kill hier in kurzer Zeit. Mir fehlt ein Puzzleteil, Freunde, echt. Das finde ich richtig scheiße. Ich hasse, wenn mir ein Puzzleteil fehlt und ich weiß nicht welche. Ich habe das mit dem Müll gemacht und mit den Laderampenplakern, der ich das Spiel gemacht. Ich habe den Bossgegner gemacht. Ich sollte mal da ganz nach unten gehen, Freunde. Aber das ist etwas beschleunigter. Ja, genau, das ist ein bisschen beschleunigt da. Oh, Freunde, habt ihr das gesehen? Das war haarscharf. Und hätte mir eventuell eben mal die Schädeldecke kosten können. Aber ich habe einen Verdacht. Ich habe einen ganz bösen Verdacht, Freunde. Ja, nein, ich trenne mich hier. Dass Banjo hier nicht nur den Hüpf-Move in dieser Ads-Brühe braucht, sondern auch noch einen anderen, womit er schrumpfen kann. Ob das allerdings stimmt, weiß ich jetzt nicht. Ich teste das einfach mal. Ich muss jetzt suchen, echt. Also, die letzten 2 Minuten habe ich noch und vielleicht könnt ihr mir, wenn ihr denn Lust habt und mal ein bisschen recherchiert für mich, das wäre sehr nett, würde ich auch einen Dank in den Kommentaren schreiben. Obwohl, mache ich ja nicht immer. Ich bedanke mich ja nicht oft für Kommentare, finde ich. Oh, diesmal habe ich keinen auf den Deckel bekommen und ich schrumpf einfach. Ja, genau, guck mal da unten. Da unten, Freunde. Ich wusste, ach man, ich bin so ein Genie manchmal. Aber wie komme ich da ran? Scheiße. Wie komme ich da ran? Kann ich mich mal Ego sichten? Irgendwie muss ich da rein, Freunde. Aber wie? I don't know, echt, ohne Witz, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich will ein Bombenei haben. Du bist doch geschrumpft, Benjo. Du kommst doch hier locker durch. Oh, 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 ups. Ach, naja, ich krieg sowieso aufs Maul. Genau. Oh, Bams.
ist das gemein. Ja, wie komme ich denn da ran? Das ist mir gerade ein Rätsel. Ohne Witz. Geht das von einer anderen Welt aus? Also, Freunde, ich würde echt darum bitten, dass ihr mir schreibt, wie ich an dieses Puzzle herankomme. Ich weiß es echt nicht. Tja, ist auf der anderen Seite irgendwas? Nö. Ein Schalter? Den hätte ich gesehen. Naja, okay, Freunde, ich würde sagen, das war denn so ein bisschen Fail gerade. Ja, lass mich in Ruhe, du Biomülltonne. Du stinkst und gibst so einen grünen Giftgas ab. Ich mag kein grünes Giftgas. Na, wer mag das schon? Ja, ich weiß echt nicht, wie war das auch aus einer anderen Welt? Ich meine, es könnte durchaus möglich sein, dass das aus dem Steinhagelgipfel kommt. Das weiß ich echt nicht mehr. Da bin ich gerade a little bit überquested, wie man so schön sagt, ne? Overquested. Ja, Freunde, komm, ich verlasse mich auf euren Kommis und so, ne? Also, ich würde sagen, haut rein, klappt in die Kommentartasten. Ich laufe jetzt in die nächste Welt. Ich behandle die jetzt zwar noch nicht als abgeschlossen, aber so erstmal als fast komplett. Vielleicht finde ich auch im Internet eine, aber es wäre echt nett. Ich finde es immer cool, wenn ihr mir dann aktiv beim Let's Play mithelfen könnt und dann mir sagen, wie ich an dieses Puzzleteil herankomme. In dem Abgammelbecken da unten. Mir fällt gerade kein anderes Wort ein. Abgammelbecken ist auch mal ein cooles Wort, merke ich mir. So, Freunde, ich würde sagen, das war's wieder mal für heute und für Banjo-Tooie. Ja, okay, Energy mitgenommen. Und wir sehen uns in der nächsten Welt wieder. Das ist rein... Reihungstechnisch, ja, Steinhagelgipfel, Freunde, ihr seht, da ist noch viel zu tun. Alle Teile bloß einmal, ihr sammelt einen Move, ein Globo, eine Seite, eine Honigwarme, 4 Puzzleteile allerdings schon, aber erst 25 Noten. Naja, okay, Freunde, gut sagen, denn wieder mal eine Offscreen World Change. Im nächsten Part seht ihr mich denn. Dreh dich mal um, Banjo. Benimm dich. Wir sehen uns im nächsten Part, Freunde, und da sehen wir uns dann schon an den Steinhagelgipfeln und dann wird's heiß kalt, Freunde. Also bis dahin, macht's gut, haut da rein und ciao.